Radl, hey! So, liebe Zuseher, wir sind jetzt bei Daniels Musikverein angekommen in Ligist. Und ihr werdet jetzt ein wenig überraschen. Ihr hört im Hintergrund Simon schon ein wenig. Grüß euch! Yes. Hi, yes. So, alle schön freundlich schauen. Schon eine, schon stehen. Legen wir auf. Wir tun noch ein bisschen Ausschnitte filmen. Ach so. Du, lass dich nicht auffallen. Heißt Zäule. Der war gut. Nee, stell dir einer. Los, auf, Ausschnitte. Hol dich! Alles in Ordnung? Sehen. Ja, hol sie! Andi! Ja, alles in Ordnung? Ja, sicher, klar. Also ich spreche jetzt hier mit dem Peter, dem Kapellmeister vom Musikverein Ligist Grottendorf. Peter, wie wir schon gehört haben, ihr wart schon fleißig am Proben. Was für ein Event steht jetzt demnächst an? Ja, wir proben für unser alljährliches Neujahrskonzert. Das findet diesmal am 5. Jänner 2014 statt. Wir würden uns natürlich über sehr viele Besucher freuen und seit Schulanfang, seit September proben wir jetzt dafür. Und das ist wirklich euer größtes Event im Jahr, das Neujahrskonzert? Oder habt ihr mehrere Auftritte im Jahr? Wir haben mehrere Auftritte, viele Ausrückungen, aber zwei Höhepunkte. Wurst. Kann man das schneiden? Ist hier. Haben wir im Jahr, das ist unser Dämmerschoppen, den haben wir immer Anfang Juli und eben das Neujahrskonzert. Wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen, zu dem Musikverein, dass du Kapellenmeister wirst? Weil du bist ja noch relativ jung, also ist das gängig, dass... Ja, ich spiele schon seit, ich glaube, 18 Jahren ungefähr beim Verein mit, habe angefangen also als kleiner Bursch schon, bin da eingewachsen eigentlich in das Ganze und seit Februar voriges Jahr bin ich jetzt Kapellenmeister und mir macht das irrsinnig Spaß, da mit den Musikerinnen und Musikern zu arbeiten und ja, ich freue mich immer auf unsere Auftritte, dann kann man das alles präsentieren, wofür wir eben das Ganze über proben und üben. Wir sind ja heute mit dem Daniel da und wir stellen ihn ja persönlich den Fans vor, was er so in seiner Freizeit macht. Fehlt der Daniel bei euch? Ja, freilich. Wir sind immer dankbar, wenn er Zeit hat für uns, wenn er vorbeischaut. Aber wir wissen natürlich auch, er ist sehr viel unterwegs. Deswegen verstehen wir das auch. Aber natürlich, wenn er Zeit findet, freuen wir uns immer, wenn er da ist. Was sagst du zu seinem beruflichen Werdegang als Musiker? Ja, super. Er arbeitet sich nach oben und man sieht auch seine Vielfältigkeit. Also ob als Tanzmusiker, als Düsenfritz, der Party Blitz oder hier der Musikverein. Er deckt eigentlich alles ab oder sehr vieles ab, sagen wir so. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für dein Interview und ich wünsche euch wirklich alles Gute für euer Neujahrskonzert. Ja, danke vielmals. Selina, wie du mitgekriegt hast, der Daniel ist ein Musiker, schon ein berühmter Musiker. Möchtest du das auch gerne einmal erreichen? Ja. Was für ein Instrument spielst du eigentlich? Klarinette. Klarinette. Und das ist wirklich dein Instrument, was ja. dir wirklich gefällt? Und bist auch jede Woche bei den Proben dabei? Ja. Also ich finde es wirklich bewundernswert, bist du noch relativ jung und dass du wirklich den Ehrgeiz schon hast, dass du das wirklich machst, also das ist wirklich super. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute. Danke. Wie lange kennst du den Daniel schon? Seit er mich bei der Musikkapelle. Und ist das auch ein Vorbild für dich? Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, persönlich mit dem Vater von Daniel zu sprechen. Was sagst du zu deinem Karrieresprung in die Musikwelt von deinem Sohn? Naja, der Start war mal nicht so schlecht, sage ich mal, und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und probt ihr oft daheim? Proben, ja, ich schaue mal, dass ich die Noten beisammen habe, dann schaue ich, dass der Daniel mal kurz daheim ist, und dann schauen wir, dass wir es ganz schnell durchproben, und dann natürlich sind wir schon beim Auftritt, und das funktioniert Gott sei Dank immer. War das eigentlich sein Traum, wirklich Musiker zu werden, oder war da schon ein bisschen der Ehrgeiz auch von den Eltern dahinter, das ist ja doch ein bisschen... Daniel, du musst schon noch ein bisschen üben, dass du wirklich einmal groß hinauskommst. Ja, dass er Musik macht, ist natürlich schon super, das findet man super, da stehen wir dahinter. Dass er jetzt nur Musik macht, sind wir natürlich ein bisschen überrascht. Aber wenn es so weitergeht, dann passt es unterm Strich auch wieder. Also ist die ganze Familie happy, dass man so einen Sohn hat. Bingo. Hey Madel, hey!